Ja, hallo, ich bin Christine Melcher, die Landesvorstandssprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und ich war in der Verhandlungsgruppe für den Bereich Bildung zuständig. Ja, der größte Erfolg in den Koalitionsverhandlungen ist sicherlich die Einführung der Gemeinschaftsschule. Wir als Grüne haben ja in einem breiten Bündnis längeres gemeinsames Lernen in den vergangenen Jahren, muss man ja schon fast sagen, sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt, 50.000 Stück. Viele Grüne haben auch unterzeichnet für die Einführung der Gemeinschaftsschule. Und dank unserer gemeinsamen Anstrengung, auch mit der SPD zusammen, haben wir es im Koalitionsvertrag umgesetzt, dass die Gemeinschaftsschule kommt und damit eben auch der Volksantrag für längeres gemeinsames Lernen umgesetzt werden kann. Das ist, glaube ich, ein riesiger Erfolg. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit im Koalitionsvertrag oder in den Verhandlungen war die Stärkung der frühkindlichen Bildung. Dort haben wir verschiedene Instrumente jetzt auch festgelegt, wie wir den Erzieherinnenmangel entgegenwirken können. Wir haben zum Beispiel das Schulgeld jetzt komplett abgeschafft. Wir wollen aber auch die Qualität in den Einrichtungen verbessern, stückweise. Dass wir jetzt anfangen anzurechnen, Urlaub, Krankheit, Weiterbildung und auch langfristig den Betreuungsschlüssel einfach verbessern. Das ist, glaube ich, wirklich gut, dass wir da uns schrittweise auf den Weg machen, die Kita-Qualität zu verbessern. Gleichzeitig haben wir auch vereinbart, dass wir uns über die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen noch mal grundsätzlich Gedanken machen müssen, damit wir ein Stück weit die Eltern und auch die Kommunen entlasten von der doch sehr hohen Last der Kinderbetreuung. Im schulischen Bereich haben wir auch neben der Gemeinschaftsschule einiges erreicht, um die Lehrkräfte zu entlasten, einfach auch Multiprofessionalität in die Schulen hineinzubringen, aber auch Schulverwaltungsassistenten, die die Lehrkraft ganz konkret vor Ort auch unterstützt. Ein Thema, was uns extrem wichtig war, war die besondere Berücksichtigung von Schulen und Kindertageseinrichtungen in herausfordernden Stadtteilen. Dafür soll es jetzt ein extra Budget geben, weil diese Schulen am meisten Geld und eben auch möglichst viel Flexibilität brauchen, um den Herausforderungen in diesen Stadtteilen gerecht zu werden. Weiter, ein wichtiger Punkt auch aus unserem Wahlprogramm ist die bessere Rhythmisierung von Ganztagsangeboten, also sprich der Weg hin zu echten Ganztagsschulen. Dort haben wir viel verhandelt, um wirklich das auch zu ermöglichen, dass wir hinkommen zu echten Ganztagsschulen. Das sind wichtige Punkte und lest es euch einfach durch und guckt einfach auch nochmal ins Wahlprogramm. Ich glaube, wir haben wirklich extrem viel umgesetzt und unsere grüne Handschrift ist im Bildungsbereich doch sehr, sehr deutlich zu erkennen.